Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf dem Arsch. Ich fahre jetzt auf Feld Nummer 23, ein kleines Feld neben der BGH, und werde da gleich mal den nächsten Ball testen. Da, oh, da muss ich gucken, habe ich den Kurs schon gelöscht? Oder muss ich nur selber pressen? Dann pressen wir kurz selber. So. Und auf geht's. Also mit Eye-Tracking, das funktioniert noch nicht. Bedingt. Irgendwas ist so faul. Geht nichts. Außen am Weg. Wir pressen halt ein paar Ballen. Ja. Ich komme in Ansicht. Probieren. Ja, doch, jetzt geht's. So. Mal gucken, ob der kurz anhalten. Weiterfahren. Er muss ja immer. Die kann auch leer sein. Ja, er schmeißt ihn ab, das ist gut. Knappe 100%, also ja, 100% genau. Deckel zu. Weiter geht's. Ja, der ist Reparatur durch den Traktor, sehe ich gerade so. Ja, ich wünsche allen einen schönen Samstag. Und falls ich das morgen vergessen sollte, auch einen schönen Sonntag. Er hält an automatisch einen Bock drauf. Man ist ja nie runter, der Bruder. Auf geht's weiter. Ich habe mir keinen Kurs gespeichert, das habe ich gemacht. Ja, was anderes, ein bisschen selber arbeiten, ne? Ist doch gar nicht. Eins. Ausschalten. Manuell, Y, automatisch. Ja, schon ein paar Wege gepresst, ne? Der Ball ist ja neu. 22. 222, gesamt 220. Naja, ist auch nicht schlecht. Mal eine andere Sache, ne? Was anderes. Ja, die Wedelkombi ist eigentlich neu, mehr oder weniger. Das ist eine Neuentwicklung. Und das funktioniert wohl wie, das sind feste Kammern, ne? Feste Rohre, also kann man nicht größere Entscheidungen machen, glaube ich nicht, das geht. Es gibt auch andere Pressen, die, größer machen können, ne, auf 1,85. Das kann es, glaube ich, nicht. Richtig, das nicht. Denn die haben nicht Stahlrohre, ne, und keine Bänder aus Gummi. Ne. Aber Fusillage ist Standardgröße 1,30. Optimal.
Blick. Das ist ein Nachteil bei den Ballenpressen, wenn man da mit diesem Bahn. Am liebsten ja nicht warten muss. Ne? Aber eine andere Presse, die mit Vorkammer arbeitet, ist auch in dem Sinne auch blöd, Anführungszeichen, weil man ja im Prinzip nur langsam fahren kann. Ne? Was wir machen könnten, wir auf K aufgehen, auf 6000 oder 8000, ne? Dann können wir volumenmäßig größere Ballen pressen, ne? Ich kein Kurs gespeichert. Was haben wir eigentlich? 36? Ne, ne. Da muss man probieren. Der hat ja hier vorne. Dauert ewig lange. Oder ich muss warten, bis heute ist. dann warten wir. So, können wir was gucken, was probieren. Und zwar Kursgenerierung, Breite. Ja gut. Machen wir mal auf 9 Meter. Ein Fahrzeug. Meter. Dann muss ich aber ganz kurz gucken. So könnte er stehen bleiben normalerweise. Das kann er hier. 9 Meter. Fällt nur 23. Vorgewänder waren 2 gewesen, haben wir gemacht. 2. Beginnen auf Vorgewänderbahn. Ja, glaube ich, war es nicht gewesen. Müsste eigentlich hinkommen. Ersten Wegpunkt einstellen. Gut, ich kann ein bisschen einstellen, also ein bisschen lassen. Und zwar gehen wir zum nächstliegenden Punkt und gehen jetzt auf diesen hier einstellen. Und da kann ich ein bisschen gucken. Also hier ein bisschen versetze, dass er den ganzen Schwatt mitnimmt. Ne? In der Hoffnung natürlich, das ist links für sich, dass er natürlich ja gut, aber lieber so als hier als alleine machen, das ist ein bisschen zu heftig. Hätte ich so einen großen haben müssen mit 13 Meter, so ja, wäre auch blöd. Viel Arbeit. So, macht die BGH. Ja, ich bin zurückgeboren. So. Ist der nächste fertig? Jo. C. Lassen. Den können wir löschen. Den hatten wir gespeichert zum Not, ne? Also von daher ist nicht ganz so dramatisch. Den stellen wir aber jetzt immer ganz kurz hin. Beziehungsweise wir schicken den mal zum Hof. So. Ja, wer hat denn hier hingestellt? Das ist mir dann gerade noch eingefallen. Ach, hier war doch was gewesen. Ja. Da war was. Dass der Kurs genau da lang geht. Abladen BGH. Runde ja richtig, aber. Jetzt geht's aber.
Dann muss man ganz kurz die anderen Ballen einsammeln, bevor wir düngen können, ne? So. Auf geht's. Ein bisschen beeilen. Doch, die brauchen wir schaffen. Dann ist das Gras erstmal fast erledigt. Also Grasballen, also fast. Kleiner Rest und der Rest wird Heu. Was ich auch noch später fressen werde, da reicht aber eine Fresse aus. Da reicht eine Fresse aus, da werde ich vorher erst warten, bis bald trocken ist und dann gleich den Kurs speichern und dann gleich zu Heuballen pressen. Also ich denke mal, morgen wird es trocken sein. Sollte an sich von den Temperaturen kein Problem darstellen. Dann haben wir Tag 4. Und das ist kurz vor Aussaat Raps. Und das werde ich dann forcieren am 5. Tag vorbereiten und herrichten. Ne? Im Grunde auch vorbereiten, die Aussaaten hier von Weizen und Gerste für die aktuell, wo Rapsfelder waren. Ich überlege mit Grasfelder, ich weiß nicht genau, ob das, ja, sag mal, wie in der Fruchtfolge wäre das ganz praktisch, wenn man das mal wechseln könnte, ne? Dann könnte ich hier mal wieder Getreidesorte reinbringen, ne? Also ob nun Silage, Quatsch, ob nun Weizen oder Gerste, das ist dann nebensächlich. Oh, ein Schiff ist da. Flussdampfe. Ne, das ist dann in dem Augenblick nicht so dramatisch, ne? Dann muss man sich eine Frage stellen, wo machen wir denn wieder eine Wiese, ne? Oder machen wir gleich nächstes Jahr Mais. Felder kaufen, das ist dann auch so ein Thema, ne? Gut, Zuckerproduktion läuft ja jetzt, ne? Bisschen. Wo garantiert der steht. Aber das ist egal, jetzt machen wir mal hier weiter. Oh, sind voll. Also wir sind noch nie auf. Und dann bei Gelegenheit mal gucken. War noch ein Outreif, wieso er immer wieder nicht weiterfährt. Macht aber auch Dings. Oh. Okay, anstatt. Touring ist mir nichts aufgefallen. Ich glaube eher daran, dass ich da nichts zu groß gefahren habe. Ich glaube, da ist auch gefahren, aber da war es nicht so. Oh, Z. Oder ist hier ein Mod, das du wahrscheinlich zwicken könnte? Das wäre natürlich auch möglich, aber was für eins? Das ist eine gute Frage. Für was für ein Mod könnte das sein? Cosplay? Unwahrscheinlich. Das Kernschub ist kein Cosplay drauf. Wenn es da nicht geht. Server. Liegt da gar nicht erst. Ja, was könnte das sein? Ich weiß es nicht. Ich werde einfach mal versuchen. Aber also die große löschen wir ja auch Blödsinn, ne? Wäre auch nicht sinnvoll. So, da dürfte alle Ball weg sein, dann gehen wir links rein. Wenn man da was löschen müsste, dass wir irgendwie neu schreiben würde, aber man könnte ja die Kurse ja speichern. Das ginge ja zur Not. Aber genau weiß ich auch nicht. Das ist ja meistens so, man stolpert durch Zufall drauf, ne? Also drüber, ne? Dann geht's wieder. Wir fahren nicht ins Wasser, das ist nass. Und tief sicherlich auch. Gott sei Dank haben wir die Ballen jetzt gepresst. Für 23. Das ist ja eine mühevolle Arbeit. Aber man merkt, dass die Ballen hier nur 4000 sind, außer rechts, nicht 8000.
das doch gewaltig, aber zusammenkommt, ne? Doppelte Arbeit, ne? Oh! Wie ich sehe, ist Zeit wieder abgelaufen. Eine kurze Folge, normale Folge, 50 Minuten. Aber die Absprache dauert auch ein bisschen. Ja, liebe Schauer, das soll es auch schon heute gewesen sein. Dann seid mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier fertig. Schließen wir die Grasdinger ab, ne? Wird auch Zeit, ne? Ja, dann sagen wir tschüss. Und den Gewinke. Bis dann und ciao. Und noch ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Liken, abonnieren, neu abonnieren und natürlich auch jeden neuen Abonnenten. Ältere, die wollten mal reinschauen, natürlich auch. Ein dickes Dankeschön. Tschüss.